wenn ich morgens Fenster aufmache, dann hab ich die Hals in mir. Jesus lebt in St. Pauli. Die Heilsarmee ist seit 1922 auf St. Pauli, weil das einfach der perfekte Ort ist, um uns für uns einfach auch um Menschen zu begegnen. Erbsensuppe, der Klassiker. Ein oder zwei? Zwei? Das macht über 20, 30 Euro aus die Woche, die ich hier spare. Wir haben jetzt schon in der Zeit, wo ich da bin, zweimal Menschen gehabt, die ohne Schuhe hier ankamen. Ja, habt eine gute Nacht, ja? Bitte. Es ist hart, geradlinig zu bleiben, meine ich. Auch als Christ. Also man kennt die Türsteher und die Türsteherinnen, man kennt die Leute, die hier arbeiten in der Straße. Und ich empfinde es schon so auch als eine große Familie. Im Hamburger Vergnügungsviertel St. Pauli wird auch christliche Nächstenliebe großgeschrieben. Mitten im Rotlichtviertel schlägt das Herz für Jesus. Denn in einer Seitenstraße der Reeperbahn ist die Hamburger Gemeinde der Heilsarmee zu Hause. Die evangelische Freikirche in der Talstraße ist Anlaufstelle für Menschen in Notlagen. Seit 4 Jahren leitet die Theologin Mareike Walz das Missionsteam der Heilsarmee auf St. Pauli. Zusammen mit Anne Beinker. Gleich kommen ihre Gäste, wie sie sagen. Jetzt habe ich mich, glaube ich, das dritte Mal verzählt. Ich zähle tatsächlich die Sitzplätze, ob wir einen Tisch vergessen haben oder irgendwie anders bestuhlt haben. Wir bemühen uns, dass wir immer 53 Sitzplätze so auf jeden Fall auf der Fläche haben. Einlass 13 Uhr. Wie immer stehen schon die Ersten vor der Tür. In der Tagesstätte gibt es um diese Zeit immer eine warme Mahlzeit. Schön, euch wiederzusehen. Moin. Obdach- und Wohnungslose, aber auch viele Rentner sind hier Stammgäste. Können auch zwei sein. Ja, super. Erbsensuppe, der Klassiker. Suppe, Seife, Seelenheil. So lautet der Leitspruch der Heilsarmee, die für ihre kostenlosen Angebote auf Spenden angewiesen ist. Mareike Walz ist mit der Heilsarmee aufgewachsen. Käsebrot, möchte Sandra. Denn schon ihre Eltern arbeiteten hier. So einen mit Mohn? Nein. Den da? Ja. Gib dir einen kleinen Teller, ne? Ja. Guten Appetit. Auch Kaffee. Eine Tasse? Nimm dir einfach selber. Praktisch zu helfen, das liebe ich halt so an der Heilsarmee, dass es halt auch praktische Arbeit ist und das einfach den Leuten schön zu machen. Christoph Plaschkis kommt regelmäßig. Es geht hier natürlich nicht nur um das leibliche Wohl, sondern auch ums Seelische. Also viele Leute sind natürlich abgestürzt und geknickt und so. Das geht mir ja nicht anders. Und dann ist man froh, wenn man erstmal irgendwo landet und nicht hier im Abseits. Ich bin eigentlich Ingenieur, Bauingenieur. Und dann ist das so ein bisschen so, wenn man hier in Hamburg, gibt es natürlich auch so die lokalen Größen und dann gibt es auch geschlossene Kreisläufe. Solange man da nicht drin ist und so, kriegt man auch keine Aufträge. Einmal in der Woche kommt die Hamburger Tafel, die überschüssige Lebensmittel im Handel und bei Herstellern einsammelt. Ja, super. Kannst du mir mal einen auf den... Kirsten Musal arbeitet bei der Tafel ehrenamtlich. Heilsarmee ist schon was Besonderes, weil das auch eine große Ausgangsstelle ist. Und weil die Leute hier wirklich auch sehr, sehr arm sind. Einfach. Also die Heilsarmee kümmert sich ja sozusagen um jeden. Und das ist schon was Besonderes, finde ich. So, danke dir. Und dann einmal rein, ne? Oh. Die neue Ware kommt gleich in die Lebensmittelausgabe. Nur wer vorher seine Bedürftigkeit nachgewiesen hat, bekommt auch etwas. Für Leiterin Anne Beinke ist es selbstverständlich, überall mit anzupacken. Vor 15 Jahren fing für sie hier alles an. Mit einem freiwilligen sozialen Jahr. Ich kannte die Heilsarmee vorher nicht. Komme sehr behütet aus einem kleinen Ort in Niedersachsen. Und habe dann hier ein ganz anderes Leben einfach kennengelernt und einfach wirklich festgestellt, dass
dass so eine wertvolle Arbeit ist. Das hat mich wirklich überzeugt, hat mich angerührt. Und dann hatte ich den Eindruck, dass Gott mich wirklich einlädt, mich hier ganz zu investieren. Nicht nur für ein Jahr, sondern wirklich auch dabei zu bleiben. Ich wollte eigentlich Wirtschaftspsychologie studieren. Also ich würde sagen, von da aus ist ein großer Schritt in eine andere Richtung geworden. Ein einjähriges Praktikum macht hier gerade auch Johanna Stähling. Noch mehr? Ja. Danke. Okay. Die 20-Jährige ist über den Bundesfreiwilligendienst zur Heilsarmee gekommen. Ich hatte Lust, mit Menschen was zu machen, die vielleicht von der Gesellschaft eher nicht so tief oder von der Gesellschaft vielleicht eher an den Rand gegrenzt werden. Vielleicht kann ich das eher so sagen. Und dann hatte ich mich ein bisschen rumgefragt. Und dann wurde mir Heilsarmee vor allem von meinem Jugendpastor empfohlen und von einer Freundin. Und dann dachte ich, habe es einfach probiert. Und dann hatten wir dann so eine Probewoche, die war richtig cool. Mochte ich sehr gerne. Und dann, ja, jetzt bin ich hier geblieben. Ja. Echt? Noch eine? Einer geht noch, oder? So. Lauchzwiebeln, ähnliches Spiel. Möchtest du eins, zwei, drei? Zwei, okay. Schon eine tolle Sache ist das. Mir hilft das sehr weiter. Ja, weil keine Rente und kann ich mich nur bedanken. Das macht aber 20, 30 Euro aus die Woche, die ich hier spare. Ne? Gute Sache ist das. Sie sehen aber, wie viele Leute hier sind. Die sind alle darauf angewiesen. Hier kommen ja keine, die Mercedes um die Ecke parken und so. Das ist schon eine ehrenvolle Sache, was sie hier leisten. Der 68-jährige Christian Klonecki wohnt in der Talstraße. Und zwar direkt gegenüber der Heilsarmee. Der Rentner hat früher als Koch und Seemann sein Geld verdient. Seit 35 Jahren wohnt er in seiner kleinen Wohnung im ersten Stock. Sein Domizil erinnert an ein Museum. Viel geehrt von Kollegen, die gestorben sind. Die meisten Sachen haben alle schon viele Vorbesitzer gehabt. Ja, zu schade wegzuschmeißen, dann habe ich das genommen. Den habe ich mal 1989 von der Heilsarmee gewonnen, beim amerikanischen Versteigerung. Immer 2 D-Mark. Und bei 220 gehörte er mir, 1989. Da hat die Heilsarmee in der Talstraße immer noch ein Straßenfest abgehalten und so. Und das war schon, früher war schon gut. Seit 101 Jahr auf St. Pauli. Gegründet 1865 in London vom Methodistenprediger William Booth. Er organisierte die Freikirche wie eine Armee, um mit straffer Führung den Armen zu helfen. Die Uniformen gehörten auch lange Jahre auf St. Pauli zum gewohnten Bild, als die Heilsarmisten mit Fahnen und Musik auf ihre Arbeit aufmerksam machten. Uniform trägt Kapitänin Mareike Walz heute nur noch auf offiziellen Anlässen und beim Gottesdienst. Hallo. Geht das? Ja. Ja. Diese Bäckerei auf St. Pauli spendet heute Morgen wieder Brötchen und Süßes für die Heilsarmee. Wegschmeißen, also das muss ja nicht sein. Ne? Wir geben das dann lieber jemand, der Hunger hat. Und ja, ne, also dafür hungern ja zu viele und das möchten wir nicht. Sehr cool, ich freue mich schon. Die Heilsarmee finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden von Privatpersonen, Stiftungen und Firmen. Sie ist in 133 Ländern vertreten und hat weltweit 1,8 Millionen Mitglieder. Bevor die Tagesstätte öffnet, versammelt sich das Team immer zur gemeinsamen Runde, um mit Jesus Kraft zu tanken für den Tag. Gottes Weisheit ist allumfassend. Nichts ist vor ihm verborgen. Er kennt unsere Wege, er kennt auch unsere Worte. Der Tagesvers geht aber noch einen Schritt weiter. Gott hört nicht nur unsere Worte, er hat unsere Worte schon vernommen, bevor wir sie ausgesprochen haben. Hauswirtschaftsleiterin Ingrid Grandl bereitet heute das Essen ausschließlich für weibliche Gäste vor.
Eine Nektarine. Einmal in der Woche dürfen nur Frauen in die Tagesstätte. Guten Abend. Danke. Das soll ihnen ein Gefühl von mehr Sicherheit geben. Auch die Kleiderkammer ist heute nur den Frauen vorbehalten. Also Leggings haben wir gerade nicht, Johanna. Ja, okay. Aber die sind immer heiß begehrt, ne? Ja. Es sind vorhin schon ein paar Kleider weg. Ich glaube, wir haben jetzt eher noch... Oh, was ist das hier? Oh, schade. Das ist sehr... Das ist für Junge. Ich bin nicht Junge. Schon... Okay. Ah, nee, ich träume meine Jahre zurück. Ja. Auch Schuhe sind gefragt. Und manchmal Retter in der Not. Wir haben jetzt schon in der Zeit, wo ich da bin, zweimal Menschen gehabt, die ohne Schuhe hier ankamen. Also das eine Mal wurden den Menschen auf der Straße die Schuhe geklaut von der Platte. Und das andere Mal, da weiß ich nicht, wie er ohne Schuhe hier gelandet ist. Das muss doch da drinnen stehen, oder? Soll ich mal gucken? 39. Sarah war in einer Notsituation. Heute ist sie gekommen, um sich für die Hilfe zu bedanken. Und hat auch noch eine Überraschung im Gepäck. Ich habe jetzt meinen Ausbildungsvertrag. Ich habe den gerade unterschrieben. Ja, sehr gut, cool. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr gut. Ich kann es immer noch selber noch nicht fassen. Ich hätte das niemals ohne euch geschafft, ehrlich nicht. Ja, aber du hast ja auch ganz viel dazu beigetragen. Ja. Wir standen hinter dir und stehen auch weiterhin hinter dir. Ja. Sehr cool. Ich habe einen Meilenstein mehr. Vom ganz starken Rücken. Ja. Hier, das ganze Gebäude. Jetzt wird sie in der Altenpflege arbeiten. Also ich liebe diese Augenblicke und ich bin sehr nah am Wasser gebaut und muss immer gucken, dass ich nicht heule. Einfach so ihre Geschichte, also wir kennen sie noch nicht so lange, aber sie begleiten wir. Und dann einfach, also mich freut es einfach, dass sie dann zu uns kommt und uns das zeigt. Das müsste sie ja nicht machen. Sie könnte sich ja still und heimlich freuen, so für sich. Aber dass sie hierher kommt und dann habe ich schon gesehen, dass irgendwas Großartiges passiert ist. So gut kenne ich sie schon. Und dann einfach zu sehen, dass sie einen Ausbildungsvertrag jetzt hat. Und ja, super. Manche suchen auch einfach nur Gemeinschaft, um einen Weg aus der Einsamkeit zu finden. Heute gibt es wohl noch Pizza. Ja, offensichtlich ist es so, dass wir von Edeka angerufen wurden. Von hier aus. Dort ist eine Tiefkühltruhe ausgefallen. Dort sind jetzt Pizzen, die wir abholen können. Das kann immer mal wieder vorkommen, dass uns dann Supermärkte oder andere Einrichtungen anrufen und wir dann spontan auch mal dann noch was zu essen holen können. Der 25-jährige Micha Lamarck studiert soziale Arbeit und macht genauso wie Johanna ein einjähriges Praktikum. Schon sein Opa engagierte sich in der Heilsarmee. Im Supermarkt stehen schon über 100 Pizzen zur Abholung bereit. Frisch aus der kaputten Tiefkühltruhe. Sie müssen jetzt schnell zu Ingrid Grandl in die Heilsarmee-Küche. Ich muss großes Lob an unsere Küchenchefin geben, die lässt sich immer wieder da was einfallen. Aber so Pizza gab's bis jetzt, glaube ich, noch nicht. Die Pizzen gibt es morgen Mittag als große Überraschung für die Gäste. Am Abend machen sich die Missionsleiterinnen auf zu einem Großbordell. Danke, dass wir miteinander unterwegs sein dürfen und dass du hier wirklich auch Freude und Frieden stiftest. Gebete für den Kiez. Tatsächlich steckt Jesus dahinter und warum wir das tun, ist, weil wir glauben, dass Gott Gebet erhört und Gebete nicht nur erhört in Kirchenräumen, sondern eben auch auf der Straße. Und ich tatsächlich, wenn ich durch St. Pauli gehe, finde ich, es gibt nichts Besseres, St. Pauli zu segnen, indem man betet und Gutes über diesen Stadtteil auch ausspricht. Dann gehen wir einmal vorbei. Hi, hi. Hi. Mitten auf der großen Freiheit. Also man kennt die Türsteher und die Türsteherinnen, man kennt die Leute, die hier arbeiten in der Straße. Und ich empfinde es schon so auch als eine große Familie, so, wo man sich Hallo sagt und noch mal kurz schnackt und so. Im Missionsteam tragen alle rote T-Shirts als Erkennungszeichen. Die kommen gerade auf der Reeperbahn einfach besser an als Uniformen. Hallo. Grüß euch. Alles gut bei euch? Moin. Ja, möchtest du was haben? Danke. Ein Keks? Ja. Ja? Danke. Bitte schön. Danke. Möchtest du auch was haben? Du auch einen Keks? Ja, ja? Ja. Bitte schön. Ja. Habt eine gute Nacht, danke. Ja? Bitte. Danke. So, Jungs, hier, Pivo. Attacke. Ziel ist,
der Pink Palace. Wir besuchen die Frauen in den Häusern und freuen uns einfach über die Kontakte, die da entstanden sind. Wir bieten auch gerne mal ein Gebet an. Gibt es immer wieder auch Leute, die einen Bedarf danach haben und einfach sagen, ich würde gerne einfach, lass mir gerade was aus der Seele, können wir eben zusammen beten. Der nächste Tag auf St. Pauli mit seinen 22.000 Einwohnern. Christian hat hier eine ganz besondere Aussicht. Wenn ich morgens Fenster aufmache, dann hab ich die Hals in mir. Jesus lebt in St. Pauli. Ja, nee, es gibt auch schon mal ein bisschen Energie immer. Ah, Job lebt noch, also wir leben auch, wir sterben erst, wenn Pauli in der Champions League spielt. Pizzatag. Da kommt die nächste, aber wir verteilen die erstmal, ne? Gut. So, Lars, kann losgehen. Die Freude wird sicherlich groß sein und es ist ja auch eine Überraschung, da rechnet heute keiner mit, dass es Pizza gibt. Mahlzeit! Nee, heute machen wir mal italienisch. Was möchtest du für eine Pizza? Salami oder Spinat? Salami. So. Bisschen Gurke, Tomate, Paprika. Nein. Bitte schön. Einige Gäste kommen fast täglich in die Tagesstätte Heimat Hafen Heilsarmee. Auch aus anderen Stadtteilen. Jeder ist hier willkommen. Da ist keiner vor Geschütz, sage ich. Es ist egal, ob ich ein Anwalt bin oder ob ich ein ganz normaler Straßenarbeiter bin. Jeder kann in diese Situation kommen. Da ist keiner vorgeschützt. Durch den Tod meiner Mutter bin ich ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen. Und da habe ich natürlich alles sausen lassen. Also sprich, Wohnung interessiert mich nicht, mit Miete zahlen. Und dadurch ist natürlich die Räumungslage damals gekommen. Unter freiem Himmel. Also wieder obdachlos. Er ist einer von geschätzt 2000 obdachlosen Menschen in Hamburg. Es ist hart, geradlinig zu bleiben, meint. Auch als Christ ist das nicht einfach. Die letzten zwei Jahre hat mich dann doch so das Finanzielle ziemlich runtergerissen, dass ich froh bin, dass es hier solche Einrichtungen hier auf St. Pauli gibt. Und ansonsten ja eine warme Mahlzeit, was zu trinken und reichhaltiges Essen. Das bedeutet mir doch schon sehr, sehr viel. Immer wieder ein offenes Ohr. Einer hat Probleme mit seiner Krankenkasse, die keinen Elektrorollstuhl bezahlen will. Ja, gehört ganz regulär zu unserer Sozialberatung auch mit dazu. Genau, dass wir da auch eben unterstützend zur Seite stehen, eben Anrufe machen, mal einen Brief helfen aufzusetzen, solche Sachen. Heute ist auch für Männer die Kleiderkammer offen. Zum Spiegel. Länge passt schon mal. Ist schon gut. Ein Teil kostet 50 Cent. Socken gibt es gratis. Ja, geht hier duschen auch, oder? Morgen. 15.30 Uhr, 16.30 Uhr. Es kommt immer darauf an, wann die Duschen macht, wann sie von ihrer Arbeit kommt, weil sie das ja auch ehrenamtlich macht. Dann morgen Nachmittag. Genau, das ist der Feueralarm. Raus. Das Gebäude muss schnell evakuiert werden. Noch ist unklar, ob es tatsächlich irgendwo brennt. Genau. Alle einmal raus. Ihr müsst rauskommen, bitte. Nee, der Holger auch. Okay. Nee, das sollte gehen. Jetzt braucht die Heilsarmee selber Hilfe. Die Feuerwehr ist bereits unterwegs, erfahren wir. Lag es womöglich an den Pizzen im heißen Backofen? Staub machen in der Saal. Ja, wir müssen trotzdem mal gucken, ob hier die Anschließung funktioniert. Zugführer Marco Kleis von der Feuerwehr Hamburg übernimmt den Einsatz. Also hier hat die Brandmeldeanlage ausgelöst und das läuft dann automatisch bei der Feuerwehreinsatzzentrale auf, weil das Objekt mit Rauchmeldern überwacht wird. Und das ist so ein Automatismus, der dahinter steckt. Die Brandmeldung kam aus der Küche und deshalb suchen sie dort nach der Ursache. Es läuft immer so ab, dass der Kollege zum Erkunden runtergeht. Der hat sich das angeguckt oder je nachdem, wo der Melder ausgelöst hat, das können wir hier alles sehen. Dann haben wir sogenannte Laufkarten, wo wir dann einmal sehen können, wo ist der Melder überhaupt, der ausgelöst hat. Sein Kollege ist wieder oben.
Cerno, war der noch an der Backofen? Nein, war nicht mehr an. War nicht mehr an. Die haben wahrscheinlich nur beim Aufmachen, kam Schwall raus und dann löst er aus. Ich sag mal lieber so, als wenn der Melder auslöst und das wirklich brennt. Ne? Da kommen wir lieber einmal so vorbei. Kein Feuer, aber viel Aufregung. Wahrscheinlich auch noch ein paar Stunden, vielleicht auch Tage dauern, bis ich runterkomme. Genau. Es ist schon ein Schock, wenn der Alarm losgeht. Also tatsächlich war die Küche einfach zu warm. Ne? Das Wetter ist einfach super warm und wir hatten schon alles gemacht, damit es möglichst kühl in der Küche ist. Oder was heißt kühl, aber ne? Nicht so warm wird. Aber es war anscheinend doch zu warm. Erstmal wieder durchatmen. Sängerin Tina hat hier auch mal ein Praktikum gemacht und hält engen Kontakt zur Heilsarmee auf St. Pauli. So viel hab ich erlebt auf meiner Reise bis hierher. Eine Menge zu erzählen von den Wundern mit dir. Und ich freu mich auf die Ruhe vor dem Sturm. Doch die nächste Welle wartet schon am Horizont. Feierabend. Mareike Walz wollte früher selbst mal Sängerin werden, entschied sich dann aber für ein Theologiestudium samt Offizierslaufbahn bei der Heilsarmee. Die 44-Jährige lebt in einer Dienstwohnung außerhalb von St. Pauli. Komm in mein Haus, du bist eingeladen, füll du es aus mit Liebesstrahlen. Beim Eintritt in die Heilsarmee musste sie ein Gelübde ablegen. Wenn man das Heilsarmee-Gelübde liest, dann sind halt solche Sachen auffällig, dass wir uns enthalten von Alkohol und alles, was Nikotin und alles, was unseren Körper süchtig machen könnte. Aber das Entscheidende ist für mich, dass da drin steht, dass ich mein Leben nach den Maßstäben Gottes leben möchte. Also Leute fragen auch immer, wenn sie Gelübde hören, ob wir heiraten dürfen. Und dann sage ich immer, also ich wäre nicht in die Heilsarmee eingetreten, wenn ich nicht heiraten dürfte. Und jetzt bin ich Mitte 40, also ich wäre schon noch bereit, wenn der Richtige kommt, zu heiraten, auf jeden Fall. Der müsste mich wahrscheinlich ein bisschen überzeugen und müsste auch damit klarkommen, dass ich meine Arbeit sehr liebe. Also und ich habe eben keinen Job, den ich 8 Stunden nur mache, sondern das ist wirklich auch Berufung. Aber wenn er damit klarkommen würde, ja klar, warum nicht, ja. Der nächste Tag. Freitags werden im Heilsarmeehaus immer Haare geschnitten. Und das machen keine gelernten Friseure, sondern die Heilsarmisten selbst. Bei Praktikant Micha hat sich noch niemand über seine Leistung beschwert. Autodidaktisch. An Freunden und an mir selber. Ich meine, Corona hat ja auch seine Vorzüge gehabt, unter anderem, dass man gelernt hat, wie man sich selbst die Haare schneidet und wie man guten Freunden die Haare schneidet. Und genau, seitdem bin ich regelmäßig dabei. Aber jetzt richtig in einer Ausbildung gelernt habe ich das nicht. Ich rasiere gleich auch noch den Nacken aus. Ne? Das war meine Frage. Ist das okay, wenn ich den Nacken noch ausrasiere? Ja. Mareike Walz übernimmt die Damen. So. Timo möchte seine Haare ganz kurz. Er ist schon lange arbeitslos, konnte nie richtig Fuß fassen, sagt er. Micha nimmt sich ganz bewusst viel Zeit. Wenn jetzt Leute auf der Straße leben, dann haben sie natürlich nie wirklich richtig Ruhe, ne? Sondern es ist immer irgendwie Lärm. Immer irgendwie auch Menschen. Und hier haben sie einfach mal 30 Minuten, 20 Minuten, wenn sie mögen, absolute Ruhe. Können Augen zumachen und einfach nur genießen, dass es mal ein bisschen stiller ist als sonst. Genau, schön. Du hast noch nicht geguckt? Nee. Ach so. Okay. Sieht besser aus. Ja, viel besser. So, da einmal kannst du gucken. Und? Ja, schön. Sehr schön. Gefällt dir, ja? Ist gut. Oh. Einige legen da auch sehr viel Wert drauf, dass man ihnen das nicht ansieht. Von unseren Gästen, die in Obdachlosigkeit leben. Und das finde ich wichtig, also das auch zu unterstützen. Auch heute Abend geht es raus auf den Kiez. Hoch an den Hafen. Genau. Anne Beinker hat diesmal Praktikantin Johanna dabei. Heute wollen sie sich um bedürftige Menschen rund um die Reeperbahn kümmern.
Wir haben Kekse und Schokolade. Ja, die Schokolade. Schokolade? Ole hat derzeit keine eigene Wohnung. Im Moment eine schwierige Situation, aber wir meistern das. Da kann auch noch gegangen hier auf St. Pauli. Kaffee oder Orange? Orange? Ja, ja, Kaffee. Kaffee. So. Danke, bitte schön. Aus Sicherheitsgründen gehen sie immer zu zweit. Also ich hatte schon Situationen, dass mich Leute auch mal ein bisschen gröber angefasst haben oder so, wenn Leute unzufrieden sind. Aber ich habe jetzt mir noch nie eine gefangen hier oder so. Ich hoffe auch, dass das so bleibt. Genau. Etwa 19.000 Menschen sind in Hamburg wohnungslos, schätzt die Diakonie. Das ist aber super lieb von euch. Ja, sehr gerne. Wo ja? wären wir doch ohne euch? Ja, man muss ja auch mal zurückgeben. Ne? Es ist immer schön, wenn jemand da ist in diesen Zeiten. Ich meine, wir versuchen hier auch alle zusammenzuhalten. Und, ne? Aber das ist schön, dass einem noch so eine Menschlichkeit widerfährt, muss man einfach mal sagen. Dürfen wir dir was vorbeibringen? Wir haben Schokolade, Kekse und Äpfel. Kekse nehme ich gerne. Kekse, ja. Und vielleicht einen Apfel, weil meine Mama hat immer gesagt, einen Apfel am Tag. Ne? Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Also ich habe ein Zuhause, ich wohne in Wilhelmsburg hinten, aber das hier ist mein Schnorrplatz. So. Das ist seit Jahren. Da steht auch mein Name dran, Amy. Und ja. Ja, die guten Leute kommen oft vorbei und das ist auch jedes Mal eine super Freude. Wir freuen uns echt jedes Mal. So Tee oder Kaffee oder so wird vorbeigebracht und mal Kekse und was zu essen. So. Das ist schon echt cool. Jedes Mal zaubert das uns ein Lächeln ins Gesicht. Genau, guten Appetit. Schönes Wochenende. Alles Gute, alles Gute. Sonntags ist immer Gottesdienst in der Hamburger Gemeinde der Heilsarmee, auch Chor genannt. Ihre Mitglieder spielen traditionell Blechinstrumente. Kapitänin Mareike Walz und Leutnantin Anne Beinker tragen beim Gottesdienst immer ihre Offiziersuniformen. Vater, ich danke dir, dass du uns wunderbar gemacht hast, dass du uns so wunderbar liebst. Und ich danke dir, dass wir dich wirklich loben und preisen dürfen heute. Danke für das Leben, das du uns immer wieder neu schenkst. Die beiden Missionsleiterinnen haben für sich den besten Ort gefunden, um ihren Glauben zu leben und Menschen in Not zu helfen. Den Kiez. Wir sind einfach ein gutes Team und können gut zusammenarbeiten. Und ich würde gern mal zweistellig Dienstjahre hier verbringen. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Meine längste Dienstzeit war 5 Jahre. Wir sind jetzt im 4. Jahr. Genau, ich würde gerne länger hier bleiben und einfach auch, ich sag mal, die Früchte unserer Arbeit genießen. Genau, ja. Ja, auch zu sehen, was wächst und was entsteht, ne? Genau. Come and loben in Herrn, meine Seele sehen. Wenn Jesus in Hamburg gelebt hätte, sagen sie, dann wäre er sicher ganz oft und gerne auf St. Pauli gewesen. Dort, wo die Heilsarmee seit über 100 Jahren zu Hause ist.